Du möchtest entweder ein Unternehmen gründen oder bist noch Jungunternehmer, dann gibt's heute eine gute Nachricht für dich, denn das KfW-Startgeld mit der Programmnummer 67 wird erhöht. Einmal das Gesamtvolumen von 100 auf 125.000 Euro und der Betriebsmittelanteil von 30 auf 50.000 Euro. Und ich zeige dir in diesem Video, was daran das Besondere ist und wie du es genau beantragen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr mehreren hundert Unternehmen, ihre Projekte zu finanzieren. Und der Projekt kann eine Gründung sein, es kann ein Wachstumsvorhaben sein oder auch ein Betriebskauf. Wer kann nun den Antrag stellen? Die gute Nachricht ist, jeder Gründer als Freiberufler, als Gewerbetreibender, als Handwerker, der entweder neu gründet oder in den ersten 5 Jahren des Unternehmens eine Wachstumsfinanzierung beantragen will. Wofür kannst du nun diese Fördermittel beantragen? Die gute Nachricht ist, du kannst bis 125.000 Euro an Investitionen beantragen oder du kannst bis zu 50.000 Euro Betriebsmittel beantragen. Wenn du das allerdings beides kombinierst, also du hast zum Beispiel 50.000 Euro Betriebsmittel, die finanziert werden sollen, dann bleiben natürlich nur noch 75.000 Euro für Investitionen übrig. Bei der Antragstellung gibt es aber noch 3 wichtige Punkte zu beachten. Das erste ist, dass wenn du als Geschäftsführer den Antrag stellst, dass du selbst auch 10% der Gesellschaftsanteile trägst. Das zweite wichtige ist, dass du im ersten Antragsverfahren nicht komplett die gesamte Summe beantragen musst. Du kannst es teilen in maximal 2 separate Anträge. Also einmal 50.000 Euro und dann nochmal 75.000 Euro. Und das dritte wichtige ist, dass wenn du mehrere Geschäftsführer in einer GmbH hast, zum Beispiel 3, dann kannst du die 125.000 Euro dreimal beantragen. Angenommen, du brauchst also 100 oder 150.000 Euro Betriebsmittel. Dann würdest du die normalerweise nicht bekommen, weil die Obergrenze limitiert ist auf 50.000 Euro. Hast du aber eine Gesellschaft mit 3 Geschäftsführern und alle 3 haben auch 10% Gesellschaftsanteile oder mehr, dann kannst du dreimal 50.000 Euro an Betriebsmitteln beantragen über das Programm, also jeder Geschäftsführer einmal für sich und schon hast du die Vollfinanzierung erreicht. Wie kannst du nun das KfW-Startgeld beantragen? Als erstes empfehle ich dir, auch einen Zuschuss zu beantragen für die Beratungskosten, wenn du einen Berater nutzt, über die BAFA. Zurzeit gibt es 100%, normalerweise zwischen 50% bis 90%. Denn du hast die Aufgabe zunächst, das gesamte Projekt plausibel abzubilden, sprich einen Finanzplan, einen kompletten Textteil, lyrischen Teil, Businessplan und alle Anhänge und Checklisten, deine Selbstauskunft und die Anträge. Und da macht es Sinn, dass du einen Berater an deiner Seite hast, der das schon 100-mal gemacht hast, denn nichts ist schlimmer, als wenn du die Unterlagen abgibst, die Bank prüft und stellt 1, 2, 3 Sachen als fehlend fest und du kriegst alles wieder zurück. Da verlierst du Zeit und im schlimmsten Fall auch deinen Standort oder vielleicht Zeit auf dem Markt gegenüber den Mitbewerbern. Wenn du dann deine Unterlagen fertig machst, empfehlen wir als nächstes in der Regel einen Pitch auch zu erstellen. Also ein Pitch-Deck, mit dem du dann in kurzen 5, 10, 15 Minuten dein Vorhaben bei der Bank vorstellst. Dann solltest du dich mit deinem Berater auch zusammensetzen und das Bankgespräch einmal üben. Wir nennen das bei uns in der X-Group Bank Assessment. Das heißt, einer unserer Seniorenberater setzt sich mit dir hin und fragt dich genau die Fragen, die der Banker dir auch stellen wird. Das wird aufgenommen als Audio, als Video und schon bist du optimal vorbereitet, denn die Fehler hast du dort gemacht und dann nicht bei der Bank. Als nächstes werden die Unterlagen dann immer zur Hausbank gegeben als Finanzierungspartner, denn die KfW hat keine regionalen Repräsentanzen. Und diese Hausbank prüft die Unterlagen, geht mit 20% ins Risiko und 80% trägt die KfW als Bürgschaft. Wenn du also mit diesem Startgeld deine Gründung oder in Wachstumsform finanzieren willst, dann bist du jetzt gerne eingeladen, auch ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen. Denn wir mit unserem Beraterteam, über 40 an der Zahl, können dir bundesweit dabei Unterstützung geben, diese Anträge vollständig und richtig an der richtigen Stelle auch zu stellen. Gerne aber kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch liken, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Antragstellung und bei der Gründung oder bei der Fortführung und bei dem Wachstum deines Unternehmens. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.